Wollen wir denn eventuell noch mal in die Stadt einkehren? Ja, ne? Das ist doch eine gute Idee. Ich war lange nicht mehr hier, glaube ich. Wir gucken mal, was hier vor sich geht in Windhelm. Schöne Brücke habt ihr hier. Wäre schade, wenn der was zustößt. Moin. Ich lasse dich mal selber rein, ne? Wozu braucht man schon Wachen an den Toren? Da kann auch der Besucher selber die Tore öffnen. Bin ich ja mal gespannt, was sich so in der Stadt verändert hat, seit ich das letzte Mal hier war. Vermutlich gar nichts. Aber nun gut. Ah, alles wie immer. Das ist ja auch schön. Laufen wir rum, schnacken mit den Leuten. Was gibt's Neues, Nils? Man kann nicht nur die dicken Stämme ins Feuer werfen. Man braucht auch ein bisschen Kleinzeug. War das eine sexuelle Anspielung? Habt ihr meinen guten Hammer benutzt? Nein. Obst und Gemüse. Flickst, Mädel, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt die Finger von meinen Werkzeugen lassen. Ihr habt eure und ich habe meine. Ich habe ihn nicht angerührt. Nein, das war ich, Entschuldigung. Habt ihr hinter der Schmiede nachgesehen? Ich glaube, ich hab... Oh, Gold. Oh, ja. Ja, glaube ich... Tut mir leid. Na, was geht ab? Alle sagen, Eol und Graumähne sei der beste Ist er ja auch. Himmelsrand. Ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern. Viel Glück dabei. Ich möchte in euer Geschäft investieren. Natürlich wollt ihr in mein Geschäft investieren. Ich bin der beste Schmied von ganz Himmelsrand. Glaubst du? Ja, mal sehen, was ihr damit anfangen Wenn könnt. Wenn ihr Waffen oder Rüstungen verkaufen wollt, bringt sie hierher. Das hatte ich vor. Was habt ihr denn so zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen. Oh, teils, teils. So, was haben wir denn Schönes, was du haben möchtest? Hier, guck mal, eine Ebenerz-Kriegsaxt der Zernichtung. Dafür hast du nicht mal genug Gold. Wofür habe ich denn gerade in dich investiert? Klinge der Opferung? Vielleicht behalte ich die mal für einen Moment. Und hier den Zwergen-Zweihänder, der hat ja am Ende nichts gebracht. Hier, davon habe ich zwei. Kannst du eins haben? Magieunterdrückung kannst du auch gerne. Dafür hast du kein Geld. Oh, Gegengift sollte ich vielleicht behalten. Aber die Gifte selber... da fehlt dir wieder die Kohle. Das passt ungefähr. Ja, daran, ich nehme nochmal deine Eisenbarren, wenn ne? Wenn ihr das Schwert von Königin Freydis findet... In Windhelm zu arbeiten ist großartig. So bekomme das ich Ulfric ganz aus der Nähe. Behauptest du jedenfalls. Schmiedewohnbereiche, da habe ich nicht rein. Kommt und überzeugt euch selbst. Ich wollte euch nochmal für das Gebäck danken, das ihr mir geschickt habt. Das war wirklich lecker. Ich würde mehr Gebäck. Reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Gemacht habt, war das doch das Mindeste, was ich tun Nee, Helm von Ingol mache ich nicht Meine kaputt dafür. So gern gekocht, Wie geht's dir denn ja? so? Bei dir kann ich nicht investieren. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ich investier doch so gern. Ja, das kannst du ja, Gemüse kannst du haben. Brauche ich nicht so unbedingt. Und das auch. Vielleicht nicht alle. Vielleicht reichen dir einer. Reichen einer. Vielleicht Singular dir ja Plural. Danke, dass ihr hier einkauft. Sie hat nicht es wäre mir gut. recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Warum? Sie trauert noch. Ach so, trauert eure Ehefrau? Unsere kleine Tochter ist vor kurzem gestorben. Och, das tut mir leid. Ich konnte meine Tage mit starkem Met stemmen, aber meine Tova findet einfach keinen Frieden.
Ich suche nach einem Amulett von Arkai, das meine Frau daran erinnern soll, dass unser Kind jetzt bei den Göttern ist. Aber ich finde keines. Oh, es tut mir leid. Also wenn ich eins finde, bringe ich es dir. Ich danke euch. Könnt ihr mir beibringen, zwei Handwaffen besser zu nutzen? Das Geheimnis liegt im Schwung. Schaut her. Ja, ich habe genug Geld und das bringt mich dem Levelaufstieg näher. Also mache ich das mal. Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Ja, ich verstehe doch. Ich versuche noch immer mit dem Tod meiner Tochter Tova, zu kann ich denn... Ich bin nicht mehr ganz die Alte seit... Ja, ich seit weiß. Unsere Tochter von uns genommen wurde. Und Helevi? Wie freue ich mich diesen... Werft einen Blick darauf. Du hast nur... Ach, Zutaten. Du hattest auch Salz sonst. Ja, das ist ja schön. Ja, ein Zaubertrank. Irgendeinen. Ja, so ein schwaches Gift. Und ein bisschen Skooma. Bin ja hier der Drogendealer vom Lande. Und den willst du auch haben. Einen guten Tag euch. Und du verkaufst dir Fleisch. Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Ich bin nicht nur einfallsreich, sondern ich glaube, Mammutschnauze brauche ich im Moment noch nicht. Ich weiß nicht mehr so recht, was ich mit mir anfange. Das weiße Fläschchen, ja. Ich erinnere mich, ich wollte auch das weiße Fläschchen irgendwie mal besorgen. Habe ich das mal gemacht? Nee, ich glaube nicht. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Nurelion euch zu dem Fläschchen führen. Sollte es. Ich möchte in euer Geschäft investieren. Oh ja, eine gute Idee. Es wäre wohl das Beste, euer Geld einem erfahrenen Geschäftsmann anzuvertrauen. Ich weiß nicht, warum ich es dann dir gebe, aber hier, bitteschön. Eine kluge Wahl. Was wissen gewöhnliche Abenteurer schon über die Feinheiten der Finanzwelt? Zumindest habe ich keine gelben Augen. Und was gibt's so zu verkaufen? Dann seid ihr also ein Alchemist. Ja, genau. Nenn mich, wie du willst. Ja, Gift. Guck mal. Ja, noch mehr Gift. Guck mal. Unmengen von Gift. Ich weiß nicht, warum ich nur Gift habe. Wieso steht und du? Immer noch hier rum? Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Meint ihr, das weiße Fläschchen gibt es wirklich? Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Norelion glaubt es. Und vielleicht ist dies das Einzige, was ihn noch am Leben hält. Das kann sein, ja. Bist. Ich will nochmal kurz auf die Karte. Ich weiß nicht genau, warum. Ah Bist ja, ich muss da hinten noch was klauen. Ach so, ich habe jetzt investiert. Jetzt kann ich auch seine Zutaten mitnehmen. Weil ich habe ja investiert in den Laden, deshalb darf ich gut das Lager leerräumen. Ein Exemplar von das Firmament holen? So ich funktioniert Kapitalismus. Mit den heutigen vergleichen. Haben Sie wirklich die Sternposition von Kuralmils Grab kopiert? So präzise können die doch nicht sein. Verflixt noch eins, Junge, ich weiß, was ich tue. Ja, genau, verflixt noch eins. Zu bestimmen, die mir als Referenzwert dienen wird. Es tut mir leid, Meister. Verliert keine Zeit mit Entschuldigungen. Besorgt einfach das Buch. Ich auch mit. Ja, es stört dich nicht, wenn ich dein Lager leer räume, oder? Nö, ich gar nicht. Ich habe nicht viel für Leute übrig, die nur hier herumlungern. Ich habe nicht viel für Leute übrig, wenn du weißt, was ich meine. Darf ich das mal... Grassamen, ja, die will ich unbedingt haben. Und da ist ein Ei drin, das will ich auch. Das ist ein stabiles Ei. Das fällt einfach vom Regal runter und bleibt heil. Beeindruckend, beeindruckend. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was ausgeben wollt und nicht nur hier seid, um meine Waren anzugaffen. Nein, ich bin nur hier, um deine Waren anzugaffen. Aber es ist nett, dass du fragst, immerhin. Das macht auch nicht jeder. Sehr zuvorkommend. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gehört. Was denn, aufbrausend zu sein? Das hätte ich dir auch beibringen können, für viel weniger Geld. Karotten? Also echt. Müsst ihr doch mal irgendwie so ein bisschen, weiß nicht. Knoblauch oder so zum Beispiel. Ganz viel Knoblauch hier lagern, aber nein. Ich werde wohl nie Meister Aurelions Geschick für Zaubertränke erlangen. Buhu. Geh weinen. Ah, eine Pfahlwurzel. Ja, ja, genau. Da werden Pfähle draus gemacht.
Na toll, guckt er mich an, dann kann ich seine Schatulle nicht einfach aufknacken. Nur nichts vergessen, noch die leckeren Pilze. Nordranken. Jetzt guck nicht so, ich habe in dein Geschäft investiert, also kann ich alles mitnehmen. Das gehört hier alles mir. Alles. Vieles. Wollen wir alchemisieren? Ja, ne? Oder? Komm hier, hau raus den Aal. Ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Das hast du mir schon mal erzählt. Hast du ein Gedächtnis wie ein Goldfisch oder was? Ich habe nicht viel für Leute übrig, die nur hier herumlungern, falls ihr das wollt. Wir brauchen mal ein paar neue Sprüche, die wiederholen sich ganz schön. Oh, wie viele Schneebären, die sollte ich mal zuerst wegballern. Das geht nicht. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was abgeben wollt und nicht nur hier seid, um meine Waren anzugaffen. Ich bin nur zum Angaffen hier und für nichts weiter. Mehr, mehr. Mit mir geht nicht. Passt auch nicht. Ach, der Vampirstaub geht noch. Und der Rest passt nicht mehr zusammen. Das heben wir uns für später auf. Zack. Schönen Tag noch. Ich bin dann mal, du weißt schon, da hinten irgendwo. Oh, wer bist du denn? Jora. Wir sind der einzige Tempel in Himmelsrand, in dem Talos offen verehrt werden darf. Das finde ich schön. Was hat Talos denn mit dem Krieg zu tun? Den Elfendrahtziehern des Kaiserreichs gefällt die Idee nicht, dass ein Mensch zu einem Gott wird. Daher haben sie die Anbetung von Talos verboten. Ja, ja, okay. Himmelsrand bekommt nicht gern gesagt, was es tun und lassen soll. Und Talos zu vergessen. Da hätten sie uns auch befehlen können, unsere Ohren abzuschneiden. Also, ich habe meine Ohren schon mal präventiv abgeschnitten. Arkais Segen sei mit euch. Alles gut genug, schätze ich. Nelsina hat fast alle Tomaten weg. So, was liegt denn noch an in der Stadt? Oh, da hinten gibt es noch einen Stein von Barentia. Barentia war richtig. Und wir können noch den Aufstand der Sturmmäntel anschließen, werde ich nicht. Aber wir können dann trotzdem mal hingehen und ein bisschen schnacken. Mit Aventus Arentino können wir auch noch mal reden. Und sämtliche Wertsachen aus Arteron-Residenz. Das werde ich auf jeden Fall tun, weil Clown schon irgendwie geil ist. Das muss man mal so offen ansprechen dürfen, oder? Das ist doch... Hey, was ist denn hier los? Na? Halt, bleib zurück. Was ist hier passiert? Schon wieder ein Mädchen tot. Oh. Das ist Susanna aus Haus Kerzenschein. Oh Mann. Hat mir erst vor ein paar Tagen ein Getränk serviert. Aber gekannt habe ich sie eigentlich nicht. Noch eine? Ist das schon mal vorgekommen? Susanna ist die dritte. Es ist immer dasselbe. Junges Mädchen, nachts ermordet, Körper zerstückelt. Unschön. Werden die Morde untersucht? Durch den Krieg haben wir sowieso schon zu wenig Personal. Niemand kann Zeit dafür übrigen. Nicht schön, aber so ist es nun mal. Braucht ihr Hilfe? Wenn ihr helfen wollt, fragt ein paar der Gaffer, ob sie etwas Brauchbares gesehen haben. Okay. Ich werde die Leiche untersuchen, bevor sich die Ratten darüber hermachen. Okay.
Hier, Gaffer. Helgrid. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Nein. Tut mir leid. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr Geldbeutel noch intakt war. Wer das auch getan hat, hatte es also nicht auf ihr Gold abgesehen. Okay. Ich werde die Leiche weiter präparieren, wenn es euch recht ist. Nö, das ist mir überhaupt nicht recht. Habt ihr schon gehört? Calixto. Es ist immer traurig, wenn jemand sterben muss. Habt ihr gesehen, was hier passiert ist? Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte jemanden davonlaufen sehen. Aber ich konnte ihn nicht richtig erkennen. Schon wieder jemand? Die sieht aber übel aus. Ich nehme mal ihre Wirtssachen mit. Nicht, dass die noch wegkommen. Schrecklich. Silda, die Ungesehene. Habt ihr gesehen, was hier passiert ist? Ich habe einen Schrei gehört und bin sofort hierher gerannt. Aber sie war bereits in diesem Zustand, als ich hier ankam. Unschön, unschön. Wenn ihr etwas Zeit habt. Nur am Rande. Kannst du mir noch beibringen, ein besserer Taschendieb zu werden? Wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Nee, kannst du nicht. Hier, nimm mal ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges. Ja, mögen sie das. Wache! Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Reiß dich mal zusammen, ich hab nur mit den Zeugen gesprochen. Wie immer, niemand hat etwas Brauchbares gesehen. Der Dreckskerl ist schon wieder entkommen. So sieht's aus. Es könnte mehr dahinter stecken, lasst mich euch helfen. Hört zu, wenn ihr glaubt, ihr könnt das besser als die vielen Wachposten, dann nur zu. Okay. Aber ihr müsst erst mit Jorlaid reden. Wir können nicht jeden herumlaufen und behaupten lassen, er sei in offizieller Funktion unterwegs. Das ergibt Sinn. Wenn er damit einverstanden ist, reden wir darüber. Okay, dann rede ich mit Onkel Yorlife. Der sagt bestimmt ja. Der mag mich doch. Blut auf dem Eis. Mann, habe ich viele Aufträge. Mann. Gut, Yorlife ist ja, der war doch hier der, ne? Der Handlanger. Leute, ihr müsst mal hier die Stufen reparieren. Das ist eine Gefahr. Die Leute können euch verklagen, wenn die hier runterfallen. Und das sollten sie auch. Guten Tag. Ich geh mal rein, ne? Ich gehöre ja nur der Legion an, ne? Ist ja nicht so schlimm. Da kann ich ja mal hier, ne? Weißt er schon. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überleben. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Mhm. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht Senf für uns essen? Ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Ich höre einfach mal zu. Wenn ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft. Meint ihr nicht? Nein. Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen. Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torrik getan habt. Torrik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Das stimmt nicht. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Schnabeltiere. Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten.
Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen. Nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Mann, ihr seid aber auch am Rumsabbeln.